aufmerksame, regelmäßige Besucher wissen, dass an dieser Stelle meist ein Brief folgt. Auch heute ist das so. Ich wollte erst, weil ja Pfingsten ist, an den Heiligen Geist schreiben. Hab dann aber relativ schnell gemerkt, dass das in Blasphemie ausarten würde. Hab mich dann dagegen entschieden. Bin jetzt auch sehr glücklich mit der Entscheidung. Liebe Verlierer, wie geht es euch? Mir geht es gut. Aber ich habe auch gerade keine Lust dazu, mich mit euch solidarisch zu zeigen. Zumindest nicht mit der Kategorie von euch, an die sich dieser Brief richtet. Denn es gibt ja ganz unterschiedliche Arten von Verlierern. Mit diesem Schreiben meine ich aber ausdrücklich folgende Kategorie. Die Verlierer, mit denen ich kein Mitgefühl habe. Eine Rangliste oder Neudeutsch Ranking. Platz 5. Philipp Rösler. Sogar als deine Partei in zwei aufeinanderfolgenden Landtagswahlen den Sprung über die 5%-Hürde sicher genommen hat, galtest du als Verlierer, weil beide Spitzenkandidaten gar nicht begeistert von dir waren, sind und weiterhin sein werden. Aber ein Mann wie du, der so wenig Gefühlsregung in Interviews und Reden zeigt, kann sich, selbst wenn ich ausblenden würde, dass du bei der FDP bist, von mir kein Mitgefühl erhoffen. Auch nicht, wenn man dich so dreist versetzt, wie es Wolfgang Kubicki am Tag nach der Wahl in Schleswig-Holstein machte. Der schlief nämlich seinen Rausch aus und erschien einfach nicht. Das ist ein bisschen so, als wäre ich nicht zu meiner Abiturzeugnisverleihung gegangen. Da war ich auch verkatert und hätte an meiner Stelle irgendeinen Kumpel geschickt, den keine Sau gekannt hätte. Jedenfalls sammelte Kubicki mit dieser Aktion bei mir damit einen Sympathiepunkt. Jetzt hat er schon insgesamt 2 Sympathiepunkte und liegt in meiner persönlichen Rangliste mit dem Titel »Meine liebsten FDP-Politiker an erster Stelle«. Sein Vorsprung auf die anderen beträgt 2 Sympathiepunkte. Platz 4. Facebook. Du hast den Sprung vom privaten Rechner an die Wall Street völlig verhauen. Eine Woche nach deinem Börsengang sitzen die meisten Anleger auf Verlusten. Was soll ich sagen? Gefällt mir. Platz 3. Norbert Röttgen. Von dem Tag an, als deine Wahlplakate hingen, wusste ich, dass du das Ding vergeigen würdest. Als personifizierte Unlockerheit kann man bei uns in NRW nichts reißen und das zu Recht. Aufgrund deines Grübchens am Kinn, das auf den Plakaten so enorm vergrößert ist und dadurch einem Hintern nicht ganz unähnlich sieht, taufte dich mein Sohn vom ersten Anblick an auf das Pobackengesicht. Weil Kinder nun mal Kinder sind, war der Sprung vom Analen zum Genitalen schnell verbracht und er malte dir in Zeitungen immer eine Penisnase. Das gefiel ihm so gut, dass er über viele Tage hinweg sämtlichen Gesichtern Penisnasen malte. Unglücklicherweise auch den Gesichtern in den Schulbüchern. Nach meinem Gespräch mit der Klassenlehrerin kannst du nicht ernsthaft erwarten, dass du mir leid tust. Nein, mein lieber Norbert, du hast auf ganzer Linie verschissen. Und in der Fernseharena mit den Spitzenkandidaten aller Parteien hast du eine noch schlechtere Figur gemacht als der Zausel von den Piraten. Und der hat auf jede dritte Frage geantwortet, haben wir jetzt noch keine abschließende Meinung zu, das werde ich erst mit allen Mitgliedern abstimmen. Da fasse ich mir doch an den Kopf. Auch ich bin nicht immer glücklich darüber, aber wir haben nun mal eine parlamentarische bzw. repräsentative Demokratie, weil man doch als Otto Normal nicht bei jedem Scheiß durchsteigen kann. Ich kann auch nicht ernsthaft jemanden wählen, der sagt, also ich steige bei dem Scheiß jetzt auch nicht durch. Ja, ich weiß, natürlich ist das sympathisch, aber es bringt nichts. Wenn ich zum Arzt gehe, weil ich mir die Seele aus dem Leib kotze und wissen will, was los ist, und der dann sagt, das weiß ich jetzt auch nicht, aber ich google das heute Abend mal und kläre das mit dem Rest der Mitglieder der Deutschen Ärztekammer. Ja, ich meine, da gehe ich doch auch nicht raus und denke, wow, wie sympathisch, jung und modern dieser Arzt. Aber genug von den Piraten, um die geht's hier nicht. Das sind ja Gewinner. Platz 2. Nicolas Sarkozy. Du Selbstherrlicher, der Realität entrückter Egomane. Mit dir soll ich Mitleid haben? Überhaupt. Ich kenne niemanden, der mit dir...
Oder halt, warte. Ja, vielleicht doch einen. Aber ich fürchte, lieber Nikola, bei ihm hat das nichts mit Sympathie zu tun, sondern rein berufliche Gründe. Platz 1. Der FC Bayern München. Den ich nicht direkt anreden kann, weil er das durch eine einstweilige Verfügung verhindert hat. Irgendjemand hat den Bayern verraten, wie ich auf den Ausgang des Champions-League-Finals reagiert habe. Ich saß nämlich mit Freunden nach einer Veranstaltung im Auto und wir haben das Elfmeterschießen live im Radio auf dem Parkstreifen vor dem Bahnhof in Mülheim an der Ruhr verfolgt und gejubelt. Ob ich mich über die Niederlage einer deutschen Mannschaft im Champions-League-Finale freuen darf? Ja, natürlich darf ich das. Warum denn nicht? Und hey, hallo? Das sind die Bayern. Die haben nicht einmal Fans, sondern nur Zuschauer. Wie Frank Rosen bereits sehr treffend formulierte. Denn Fansein setzt einen großen Erfahrungsschatz an Leiden voraus. Ich weiß, wovon ich spreche. Doch die Seppels entwickeln sich nicht mal nach dieser Niederlage vom Zuschauer zum Fan und pfeifen stattdessen den eigenen Spieler bei einem Freundschaftskick aus. Also ich mag Arjen Robben echt nicht besonders, so als Typ. Aber nach diesem Erlebnis werde ich ihm mal folgenden schlechten Witz zur Aufmunterung mailen. Es folgt jetzt der schlechte Witz. Der Richter sagt zum Angeklagten, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für Sie. Welche wollen Sie zuerst hören? Dann erst die schlechte, antwortet der Angeklagte. Daraufhin der Richter, Sie sind zum Tode durch Erschießen verurteilt. Ja, und was soll da jetzt noch die gute Nachricht sein? Der Robben wird schießen. Ja. Ja, die Witze passen sich halt dem Niveau der FCB-Zuschauer an. Und bevor ich mich jetzt mitreißen lasse und mich diesen Brief auch noch zum Verlierer werden lässt, mache ich an dieser Stelle besser Schluss und möchte allen Verlierern nur Folgendes mit auf den Weg geben. Es gibt Tage, da frisst man den Bären und Tage, da wird man vom Bären gefressen. Das Zitat ist aus dem Film The Big Lebowski, einem Film über einen Verlierer, der sich aber zu keiner Sekunde als Verlierer fühlt. Und darauf kommt es letztlich an. In diesem Sinne, verliert nicht euren Kopf. Mit den besten Grüßen, einer, dem so viele Niederlagen anderer eingefallen sind, dass er über seine eigenen Niederlagen gar nichts schreiben musste. PS, daraus mache ich dann mal ein Soloprogramm. Dankeschön.